Künstliche Intelligenz hat die Aufmerksamkeit von Investoren weltweit geweckt, insbesondere durch den bemerkenswerten Anstieg von Aktien führender Technologieunternehmen wie Nvidia und Microsoft. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung der KI-Technologien, die nicht nur die IT-Branche, sondern auch viele andere Sektoren grundlegend verändern. Die Auswirkungen der KI auf den globalen Markt sind weitreichend, einschließlich der erwarteten Verdoppelung des Strombedarfs für Rechenzentren bis zum Jahr 2030. Dieser erhöhte Bedarf stellt eine bedeutende Chance für Investoren dar, die sich frühzeitig positionieren. Welche verborgenen Potenziale verstecken sich an den Börsen durch den aufstrebenden Trend der künstlichen Intelligenz noch im Hintergrund? Diese und weitere spannende Fragen werden wir heute Abend im Online-Seminar auf den Zahn fühlen. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Dienstagabend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sowie ein herzliches Willkommen zum Finanznetzseminar. Ich hoffe, Sie alle haben ein schönes verlängertes Wochenende genießen können und sind gut in die neue Woche gestartet. Falls nicht, holen wir das jetzt einfach gemeinsam noch nach. Mein Name ist Jasmin Menzin und ich darf Sie in den kommenden 60 Minuten als Ihre Moderatorin durch die heutige Veranstaltung begleiten. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute mit dabei sind und sich bereits so zahlreich eingewählt haben. Und genauso sehr freue ich mich, unseren heutigen Gast in dieser Runde nun begrüßen zu dürfen. Guten Abend und herzlich willkommen, Christian Schlegel. Schön, dass du heute Abend bei uns bist, Christian. Guten Abend, Jasmin. Hallo, liebe Zuhörer. Hast du eben alles schön gesagt. Ich war ganz begeistert. Christian, du agierst seit 37 Jahren an den internationalen Börsen, bist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Wow, das ist schon eine ganze Menge. Aber was sollten unsere Zuschauer sonst noch über dich wissen? Also ich mache sehr viele Analysen auch über YouTube, stelle über YouTube zur Verfügung. Da gibt es den Kanal Christian Schlegel. Da geht es um DAX, Nasdaq, Einzelwerte, wie auch immer, immer freitags abends. Ich bin der Erste weltweit, hat mir neulich einer gesagt, der abends um 17.36 Uhr eine Analyse macht für den DAX. Aber vielmehr, die meisten Leute werden mich kennen. Ja, und deswegen glaube ich, ich muss gar nicht viel mehr zu mir sagen. Ja, vielen Dank, Christian. Bevor wir in deinen Vortrag einsteigen, möchte ich Sie, liebe Zuschauer, noch auf Folgendes hinweisen. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns während des Webinars über die Chatfunktion kontaktieren. Am Ende der Veranstaltung wollen wir dann in einer Fragerunde gemeinsam möglichst alle offenen Fragen klären. Nun haben wir Sie, liebe Zuschauer, genug auf die Folter gespannt, würde ich sagen. Wir haben heute Abend einiges auf dem Programm. Wir wollen direkt loslegen. Christian, ich ernenne dich nun zum Moderator. Dann kannst du deinen Bildschirm mit uns teilen. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Wunderbar, so machen wir das, mein Bildschirm übertragen. Als allererstes nehme ich meine Kamera raus, weil die Leute sollen sich auf den Bildschirm konzentrieren und nicht auf mich. Jetzt müsste sie raus sein, wunderbar. Und hier ist schon der Vortrag, ich mache den mal auf groß. So, ich muss, das wisst ihr, liebe Zuhörer, ich muss euch hier mit ein bisschen Zeit stehlen. Dieses Webinar dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der besprochenen Wertpapiere. Um das zu tun, suchen Sie bitte Ihren Bankberater aus. Weder Finanzen.net noch Goldman Sachs, die das hier präsentieren, noch ich selbst können in irgendeiner Art und Weise haftbar gemacht werden. Es fand keine inhaltliche Einflussnahme auf meine Ausführungen statt und ich habe auch keine Position in den zu nennenden Werten. Vergangene Kursbewegungen sind kein Garant für zukünftige Kursbewegungen. Meine Meinung mag von denen der genannten Parteien abweichen. Also, hier geht es in diesem Webinar. Ich mache das jetzt nochmal, muss ich hier raus auf die Homepage. Wir gehen gleich in den Chart. Auf der Seite gs.de gibt es diesen Artikel hier unter Strom. Wer von künstlicher Intelligenz, KI alles profitiert. Das ist ein sehr langer Artikel. Und wenn man sich hier auf diesen Newsletter einträgt, dann kann man auch dementsprechend immer erfahren, wann es hier was Neues gibt. Hier unten drunter bin ich mit dem Online-Seminar, mit der Anmeldung. Diese Geschichte hier unter Strom, gehen wir ganz kurz drauf, ist also wirklich lange. Und Goldman Sachs hat sich die Frage gestellt, was ist denn eigentlich die zweite Reihe Werte? Und um die geht es jetzt, deswegen mache ich das jetzt hier raus. Gehe zurück erstmal zu den Charts, aber zu diesem Teil hier. Da sind einige Werte genannt und ich habe mir die ausgesucht, zu denen es auch Derivate gibt. Jetzt werdet ihr, der eine oder andere von euch wird das hier kennen. Wenn man diesen Link hier eingibt, aktie.traderfox.com, kommt man zu einem sehr umfangreichen, kostenfreien Tool, was verschiedene Werte bewertet über diesen sogenannten Qualitätscheck. Und von denen, ich hoffe, 7 Aktien, dass ich sie hinkriege heute, fangen wir mit Vertiv Holdings an. Vertiv Holdings produziert so thermische Kühl- und Energiemanagementprodukte, aber auch komplett von Analyse, Planung und Umsetzung.
Goldman hat seinen Artikel aufgeteilt in verschiedene Bereiche und wir sind jetzt im Moment bei dem, der Gesamttitel heißt Strombedarf für die US-Rechenzentren. Und der erste Teil, und dazu gehört Vertiv, ist der Nutznießer des Stromnachfragewachstums. Also wie gesagt, wir sind hier bei Komplettplanung, Analyse und Umsetzung von thermischen Kühl- und Energiemanagementprodukten. Dieses Tool hier, ich bin kein Fundamentalanalyst, das möchte ich gleich sagen, hat 15 Punkte. Und ich mache mal meine Maus hier rechts hin, da könnt ihr euch vielleicht einen Screenshot machen. Ansonsten, dieses Webinar wird aufgezeichnet, wird bei Finanzen.net auf YouTube gezeigt und morgen dann auch auf meinem Kanal Christian Schlegel. Ich habe extra einen größeren Screenshot gemacht, um mir verschiedene Sachen zu erklären. Hier oben gibt es dann Infos zu dem sogenannten Score, das sind diese Geschichten. Und dieses Tool, in diesem Fall von JadaFox, bewertet eigentlich die Aktien. Jetzt haben wir bei Vertiv das Problem, die Firma ist relativ neu. Aber ich muss jetzt aufpassen, dass ich das richtig sage. Der Gewinn erhöht sich. Ich muss aufpassen, deswegen, weil ich bin farbenblind und ich habe größte Schwierigkeiten, hier verschiedene Farben zu erkennen. Angeblich ist hier auch irgendwas grün und rot und braun und ich weiß es nicht. Deswegen kann ich hier nicht mit reingehen. Aber wenn ihr auf die Seite geht, könnt ihr hier auf die verschiedenen Knöpfe drücken und könnt es anschauen. Diese Firma in diesem Fall, ich gehe es nochmal ganz kurz durch, bekommt hier nur 2 von 4 Punkten, weil das Umsatzwachstum ist nicht bestimmbar. Die Firma ist zu neu. Stabilität Umsatzwachstums ist zu neu. Aber die haben einen ordentlichen Umsatz und der Gewinn steigt auch stetig. Wenn noch klein, aber das ist ja für kleinere Firmen oder für neu gegründeten Firmen gar nicht so einfach, da gleich in die volle Gewinnzahl zu kommen. Es gibt hier auch verschiedene Punkte Finanzverschuldung, also relativ hoch. Wobei ich sagen muss, sollte die Fed irgendwann die Zinsen senken, finde ich das gar nicht so schlecht, wenn die Finanzverschuldung relativ hoch ist, weil dann kommen, werden auch die Zinslasten geringer. Also wir sind hier bei Vertiv bei 10 von 15 Punkten. Wir werden es gleich bei den anderen Werten sehen, die sind aussagekräftiger. Aussagekräftig ist auch nicht diese Linie hier. Leider, ich habe es trotzdem schon reingemacht, um euch hier unten das hier alles zu zeigen, was da steht. Das ist die Bewertung nach dem Fair Value Umsatz. Hierbei bewertet man eine Aktie nach den bekannten Zahlen und nicht nach dem, hier steht es, DCF-Verfahren, das ist das Discounted Cashflow-Verfahren. Das sind die für die Zukunft geschätzten Zahlen. Ich persönlich halte das Fair Value und Umsatz nach den bekannten Zahlen für besser, aber das überlasse ich euch. Aber nochmal, auch hier ist es kaum aussagekräftig, weil die Firma einfach zu jung ist. Deswegen gehen wir jetzt mal direkt in den Chart rein und gucken uns das mal da an. Hier raus, da rein. Ich habe mir gedacht, ich fange mit euch mit der Woche an. Hier oben die Woche, das heißt der wöchentliche Chart. Und Vertiv hat also, das ist jetzt hier, wo ist denn mein Fadenkreuz? Da. Das ist jetzt hier der 24.04.23, also das ist rund ein Jahr her. Und hat hier eine, von 12,40 sind die hoch auf rund 100, waren sogar 106. Also die müssen sich vom Kursverhalten nicht verstecken hinter einer Nvidia oder Supermicro, überhaupt nicht, sensationell. Ist natürlich, dieser Wert ist technisch sehr, sehr hoch. Ich schaue sehr gerne auf die Stochastik als, sagen wir mal, ersten Trigger, um einen Long oder Short zu machen, wie zum Beispiel hier unten. Da war die ja sehr früh, da hat man von einem MACD noch gar nichts gesehen. Hier war das sehr früh, hat sich verbunden mit einem neuen Punkt nach Charles Dow und dann ging da die Luzi ab. Wie weit dann die Luzi abgeht, das wissen wir nicht. Im Moment ist mir auf der wöchentlichen Sicht der Wert ein bisschen zu hoch. Wir gucken das gleich mal an im Tageschart. Aber es ist eine erstaunliche Bewegung. Ich habe hier 2 Kästchen reingemacht. Aus folgendem Grund. Für mich gelten die Vertiv als eine, ja, das ist schon eine Trading-Aktie. Weil die machen immer wieder sowas hier, dass sie innerhalb von 3-4 Tagen hier auch, verlieren die mal locker 20%. Und ich glaube, das ist das Interessante bei dem Wert. Wenn man sowas das entdeckt, und deswegen gehört es auf die Watchlist auf jeden Fall, wenn man so das entdeckt, dann, oh, die sind 20% tiefer. Dann kann man da zumindest mal die ersten, wie ich das immer nenne, Schnüffelstücke kaufen. Das kann man durchaus probieren. 1A Trend. Wir sind ja von der Technik her neutral bis leicht negativ über das MACD und völlig neutral über den Oszillator. Wir tänzeln momentan leicht oberhalb von der 20-Tage-Linie herum. Also nochmal, ich denke, Vertiv ist ein Trading Stock. Ich werde sie jetzt, weiß ich nicht, jetzt momentan hier noch nicht reinnehmen. Ich möchte gerne mal wieder so eine Bewertung hier, so eine Bewegung hier haben. 20% in ein paar Tagen. Aber die kommen auf jeden Fall auf meine Watchliste, weil das ist ein Trading Stock. Und damit gehen wir zum nächsten Wert. Tadup. Muss ich schauen, wo ist der hin? Da.
Der nächste Wert, der war sogar mir bekannt. Next Era. Next Era ist ein Riesenladen. Ja, die haben bei, das sind die Zahlen vom Freitag. Das sind nicht die Zahlen von heute. Da waren es 156 Milliarden. Das sind Dollar. 156 Milliarden, nur zum Vergleich, E.ON und RWE zusammen liegen, wenn ich es richtig gesehen habe, so bei 50 Milliarden ungefähr oder 60 Milliarden. Das ist ein Riesenteil. Hier oben steht dann KGV. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier nicht mehr nennenswert drauf ein. Es hat bereits 12 Punkte von 15. Hier gibt es ein Problem mit der Stabilität, mit dem Earning per Shares. Aber ihr seht, wie hier die Umsätze hochgehen. Das ist enorm. Next Era, da sind wir also bei erneuerbaren Energien, Solarwindparks, Kern- und Gaskraftwerke und zählt in der Auflistung von Goldman Sachs auch zu den Werten, die Nutznießer des Stromnachfragewachstums sind. Die Kernaussage, Jasmin hat es vorhin schon gesagt, von diesem Bericht von Goldman Sachs eigentlich die, dass Goldman davon ausgeht, dass in den nächsten Jahren sich der Stromverbrauch um 15%, also Stromverbrauch von Rechenzentren um 15% höher wird. Und das würde dann heißen, dass im Jahr 2030, momentan ist der gesamte Strombedarf von den ganzen Netzwerken, Rechenzentren bei 3%, der würde dann bei 8% liegen. Das ist die Kernaussage. Und daraufhin spannt sich dann der Bogen über eben diesen Bericht. Auch hier, Next Era, relativ hohe Finanzverschuldung. Aber auch da, wenn die Zinsen runtergehen, ist das mit Sicherheit ein Punkt, der sie hochbringen wird von 12 auf 13. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich ganz schön finde. Das ist die Bewertung des Fair Values. Den Fair Value setzt man hier an, aufgrund der vorhandenen Zahlen, nicht der erwarteten Zahlen. Und vor diesem Hintergrund, und ihr werdet es sehen, da ist jede Aktie, die ich nenne, völlig anders. Deswegen merkt euch das gern, macht euch einen Screenshot oder guckt morgen im Film nochmal. Gelten die als relativ günstig, die Next Era, bezogen auf den Fairwert, der hier oben ist. Wir werden auch Werte haben, die sind hier oben. Jetzt gucken wir uns die mal an im Chart. Next Era. Entschuldigung. Next Era, da muss ich hier raus. Next Era, hier rein. Da sind sie. Ich mache es groß. Ich gehe auf die Woche. Das ist die Woche. Ich mache mal den Chart ein bisschen größer. Also die sind auch gut gelaufen in den letzten Jahren. Überhaupt keine Frage. Das ist jetzt mal hier von 2010. Aber ihr seht, dass die hier also erheblich volatiler jetzt werden. Das hier war Corona. Die werden erheblich volatiler. Und auch hier ist jetzt aber den aktuellen Kurs von jetzt, wie der im Dollar ist. Das ist ein Echtzeit-US-Dollar-Chart. Aber die eben genannten Zahlen oder gezeigten Zahlen, das ist halt vom Freitag. Next Era hat nach meiner Meinung hier auf Wochenchart hier schon mal ein großes Brett. Da sind wir also hoch bis 80. Der Kurs ist im Moment 76. Das ist nicht weit weg. Dem folgt sofort ein größerer Bereich hier, der um die 85 liegt. Also das ist schon, um da ins Paradies zu reingelangen, da muss man die Mauer ganz schön wegschnabbeln. Aber das ist eine sehr schöne Bewegung. Bisher hier von 54, das war am 4.3. Das ist also auch gerade mal 2 Monate her. Vom 4.3. eine sehr schöne Bewegung aufwärts. Es ist eine Aktie, die, ich sag mal, mit der kann man ruhiger schlafen als mit Vertiv. So möchte ich das so formulieren. Die ist also erheblich ruhiger. Nichtsdestotrotz sind sie über den Wochenbereich von der technischen Seite im Moment etwas überspannt. Ich rechne grundsätzlich auf Wochensicht. Wir sind hier an der 200-Wochen-Linie. Nochmal mit einem kurzen Abprallen von diesem Bereich hier, dass sie nochmal ein bisschen Atem holt. Hier so ein Bereich unter 70. Und dann kann man durchaus anfangen, sich da auch hier die Schnüffelstücke zu kaufen. Mir gefällt der Chart gut. Wir haben diesen langen Downtrend hier gebrochen. Auf Wochensicht sieht es recht vernünftig aus. Auf Tagessicht. Das ist der gleiche Bereich, den ich eben nannte, zeigte. Ich gehe nochmal da ein bisschen größer, dass man sieht, woher der kommt. Der kommt also vom, was ist denn das, April letzten Jahres. Aber hier eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung, ganz kurz, da ist nichts mit 20%, ja, das war relativ wenig hier, das war von 65 auf 61, also lange nicht so volatil wie eben die Vertiv oder wie andere Werte, die wir noch sehen werden, finde ich recht gut, sieht nach einem kleinen Rounding Top aus, ja, kommt hier an diesem Bereich dran, sollte sich damit schwer tun, vielleicht noch einmal Atem holen, so in dem Bereich, ja, hier ist die 20-Tage-Linie um die 72, vielleicht ein bisschen drunter, oder vielleicht sogar nochmal auf diesen Trend, aber das vermute ich fast nicht, das werden wir sehen.
Denn die technischen Indikatoren werden hier alle jetzt ein bisschen weicher und sagen einfach, ey, wir brauchen jetzt mal eine Pause hier, ein bisschen ausatmen, Imbiss nehmen von 53 hoch bis 76 in der kurzen Zeit. Das ist ein Haufen Holz. Wir wollen ja, aber wir brauchen auch mal eine Pause, dass wir weiterlaufen können. Aber grundsätzlich mag ich die eigentlich sehr gerne. Als nächsten Wert haben wir, jetzt muss ich wieder hin. Ach, siehst du hier, bevor ich das vergesse, das wollte ich euch noch zeigen, habe mich gestern jemand darauf aufmerksam gemacht. Es gibt in der ARD-Mediathek, das ist, also ich habe gestern erst die ersten 20 Minuten gesehen, dieses Ding hier, das KI-Wettrennen. Hochinteressant. Also wirklich, das dauert 1,5 Stunden. Sehr interessant. Schaut euch das mal an. Schlaue Welt, das KI-Wettrennen. Da werden junge Leute, Unternehmer, wie auch immer gefragt, die sagen, ey, wir sind hier in einer Zeit, die ändert alles. Ja, da sind Engländer dabei, Chinesen, Amerikaner, Deutsche, kleine Firmen, die noch nicht mal börsennotiert sind, aber mittlerweile Gelder einsammeln. Das ist sensationell. Guckt euch das mal an. ARD, Mediathek, das KI, das schlaue neue Welt, so heißt es. Schlaue neue Welt. Jetzt gehen wir hier hin. Next Era haben wir. Und jetzt kommen wir in den Bereich von den vier Säulen, die ich nannte. Das nennt sich jetzt Erweiterung der Stromerzeugungskapazität und damit gehen wir zu First Solar. Ihr habt es alles mitbekommen, Biden verbietet oder erhöht die Zölle auf Elektrofahrzeuge. Ich muss ehrlich sagen, also die aus China kommen. BYD hat überhaupt keine Absicht, nach Amerika reinzugehen. Die machen ein Werk in Mexiko auf. Das interessiert die gar nicht. Ja, nur ich weiß nicht, welche anderen chinesischen Fahrzeughersteller da hingehen. Vielleicht Geely wegen Volvo. Möglich, ja. Ich weiß es nicht, wie das ausgehen wird, weiß ich nicht. Da kommt aber auch mit Sicherheit eine Retourkutsche von China. Wenn wir von First Solar reden, das ist einer der führenden Hersteller von Photovoltaikplatten, inklusive Recycling etc. Und davon werden die auf jeden Fall profitieren, weil nämlich auch auf diese Photovoltaikplatten, die aus China kommen, die Zölle erhöht wurden. Wir sind ja momentan bei einem Qualitätscheck von 11 von 15 Punkten. Die Eigenkapitalrendite wird als nicht so positiv gesehen. Sie sind relativ volatil, das werden wir gleich auf dem Chart sehen. Und von der Finanzverschuldung her völlig moderat, völlig in Ordnung. Ich gucke gerade eben, wo hier noch ein Punkt abgezogen ist. Stabilität, Umsatzwachstum. Das kann mit Corona zusammenhängen, das weiß ich nicht. Ist aber auch mit Teilen, die sie brauchten, also Zulieferbetrieben. Und man sieht hier eine ziemlich fette Delle. Von der Bewertung her, erinnert euch dran, NextEra war gerade eben hier unten, ja, gelten sie als relativ hoch. Das heißt nicht, dass man die jetzt short gehen muss. Das ist nicht der Fall. Die können auch locker sowas hier machen. Die waren hier schon deutlicher drüber im Jahr 23. Aber sie gelten als relativ hoch. Und das muss man einfach nur mal im Hintergrund behalten. Und dieser Link, den ich euch vorhin gezeigt habe, aktie.traderfox.com, da sind also, das, ich glaube, das sind 80.000 Werte drin. Ja, da könnt ihr also auch alle eure Werte, die ihr habt in Deutschland, dann dementsprechend anschauen und mal überprüfen. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass es hier bei den Zuhörern Leute gibt, die mehr von fundamentaler Analyse verstehen als ich. Deswegen gehe ich da nicht so sehr drauf ein. Ich bin Charttechniker, First Solar. First Solar und groß gemacht. Und müsste ich doch hier haben, den Wochenchart. Das ist die Woche. First Solar hatte, das ist der Wochenchart, wie gesagt, eine Kerze, eine Woche, hatte wann war denn das? Also vor einem Jahr ein Hochkurs von 232 und haben dann von dieser Bewegung hier, die waren vom 11.07.22 bis zu diesem Hoch fast punktgenau auf das 61er Retracement reagiert. Wir sind ja am unteren Band. Das Band ist jetzt momentan auch. Die Bänder gehen auf. Das ist grundsätzlich, wenn der Wert nach oben geht, positiv. Wenn der Wert nach unten geht, negativ. Hier geht der Wert nach oben, hat die letzte Woche schon drüber geschlossen. Das ist positiv. Und wir haben hier den meiner Meinung nach wichtigsten Support, aber da sind wir jetzt schon ganz, ganz weit weg. Der ist bei 126. Aber das ist wichtig, diese Marken einfach mal zu kennen. Von der Technik her, sowohl über den Oszillator, sehr hoch, sehr, sehr hoch, aber vielleicht sogar schon ein bisschen heiß, aber ohne irgendein Verkaufssignal. Verkaufssignal, das ist sowas hier, das ist sowas, das ist sowas. Und je nachdem, wie viel es dann bringt, muss man dann schauen. Aber das gibt es hier nicht. Ich habe hier kein Eintauchen von der Stochastik. Ich finde es grundsätzlich in Ordnung. Das MACD hat auch noch einen weiteren höheren Balken. Also auf Wochensicht sind die in Ordnung und haben als Widerstand nach meinem Dafürhalten nur diesen Bereich um 232. Gefällt mir gut. Tag. Hier sieht man, ist das, jetzt muss ich gerade mal schauen, ist das der heute? Haben wir den 1? Ja, genau. Heute ist der 21. Ja, die Dinger gehen schon
Guck mal, von 198 auf 207. Das sind Profiteure dieser Geschichte, was der Herr Biden da gemacht hat mit den Zöllen. Gar keine Frage. Entschuldigung, ganz kleinen Schluck trinken. Wir handeln deutlicher über der 20-Tage-Linie. Das ist diese 20 hier. Auch hier, ich sehe das zwar als Widerstand hier an dem Bereich um 215, 219, aber eigentlich ist der Magnet, der sie anzieht, hier der Bereich von 232. Gefällt mir auch von der täglichen Technik her weiterhin gut, baut sich hier wieder auf, ist hier, nur weil sie überkauft sind, heißt es noch lange nicht, dass sie runtergehen. Es gibt hier kein Verkaufssignal. Ne, muss sagen, gefällt mir gut, ist in Ordnung. Ich rechne schon damit, dass die irgendwann mal sich hier nochmal tummeln an der 232. Deswegen ist die eben gezeigte, Moment, die eben gezeigte, das wieder das Falsche. Entschuldigung. Ja. Diese Fair-Value-Geschichte, das macht mir keine Sorgen. Muss ich ehrlich sagen, es macht mir überhaupt keine Sorgen. Finde ich ganz gut. Jetzt haben wir die nächste Säule ist der Investitionsbedarf in der Energieinfrastruktur. Da kommen wir an einen Wert, der heißt Sempra. Das ist Sempra. Auch kein kleines Teil. 49 Milliarden Sempra. Ist auch ein Energiekonzern, der die notwendige Infrastruktur entwickelt, baut und wartet, Wind, Wasser und Solaranlagen. Also sie sind schon ziemlich breit aufgestellt. Auch das würde ich so durchaus vergleichen. Hier oben steht Utilities Diversified. Das ist ähnlich RWE und E.ON. Ein, wie ich finde, sehr angenehmes KGV. Das durchschnittliche KGV in Amerika liegt, wenn es letzte Woche richtig ausgerechnet wurde, bei 22. Wir in Deutschland ungefähr bei 14. Ich selbst gebe nicht so viel auf das KGV. Das KUV ist mir wesentlich, finde ich, wesentlich interessanter. Die haben auch 12 Punkte von 15. Ja, nochmal, NextEra war 12 und die Vertiv waren bei, ich glaube, 11 oder 10 oder 11. Hatten nicht so viel. Die haben hier ein Problem mit der Stabilität Earning per Shares. Kann ich jetzt hier so nicht ablesen. Aber auch hier, ihr seht, die Umsätze, die werden gewaltig oder sind gewaltig. Kursentwicklung, Volatilität, ist es eigentlich eine relativ ruhige Aktie nach dieser Bewertung hier. Finanzverschuldung, und ich sage es nochmal, in dem Moment, in dem die Zinsen runtergehen, ist eine hohe Finanzverschuldung gar nicht so, finde ich, gar nicht so verkehrt. Dann kostet das Geld schlicht und greifend weniger. Von der Bewertung hier liegen die auch gut. Das ist in Ordnung. Das ist der faire Wert, der ausgerechnet wurde aufgrund der alten Zahlen, nicht der neuen. Nochmal, ja. Discount, jetzt habe ich den Namen vergessen, diese Discount-Geschichte da von vorhin. Das sind die alten Zahlen, also wirklich basierend auf der Wahrheit. Von daher liegen die völlig vernünftig. Kann ich wirklich sagen, also das ist eine Aktie, mit der kann man ruhig schlafen. Braucht man nicht so viel Angst zu haben wie nochmals so eine Vertiv. Dann gehen wir hier mal rein, gucken uns die mal an. Nur nochmal, um das zu sagen, es sind immer Dollar-Charts. Das ihr die seht, hier seht ihr die Sempra. Das ist der Tag, kleine Sekunde. Das ist die Woche. Die haben jetzt mal deutlicher verloren. Seit dem 12.09.22 haben sie mal verloren hier von 88 und sind runter im Tief auf 63. Soweit ich mich erinnere, so aus dem Kopf raus, waren die E.ON auch irgendwo um die 6,5 mal in diesem ganzen Zeitraum. Also das finde ich jetzt erstmal gar nicht dramatisch. Und man sieht auch, was die auf einmal wieder für einen Zug haben. Das sind Dinge, wenn ihr schon in einen wöchentlichen Chart reinschaut, schaut bitte auf sowas hier. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Diese Candlestick-Formationen in der Woche gelten genauso wie für den Tag. Es ist genau das Gleiche, nur dass dann halt die Berechnung 5 Handelstage sind. Aber das ist ein Hammer hier aus dem Band raus, in das Band rein. Ist vom Chart her sehr schön. Und dann gehen sie gleich von 69 hoch auf die 78. Ja, fast 79. Wir kommen hier an einen größeren Widerstandsbereich von hier hinten. Also damit hatten wir hier schon immer wieder was zu tun. Das heißt, der Bereich von 80 bis hoch zur 82 ist nicht so einfach, aber machbar. Und da ziehen Sie schon ran. Die Bänder gehen unwesentlich auf. Das nehme ich jetzt mal nicht so ernst, aber es sieht von hier vom Chart her auf Wochensicht alles ganz okay aus.
Das Histogramm über das MACD, dem Trendfolger, baut sich weiter aus in Ordnung. Auch hier, wie bei fast allen Werten, sehr, sehr hoch mit 96. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann irgendwann mal hier runtergehen, gegeben. Aber das kann sich genau wie hier hinten, und da ging der Wert von 66 bis hier rüber bis zur 84, das kann sich über Wochen und Monate ziehen. Also deswegen nehmt es zur Kenntnis, aber es gibt hier kein Verkaufssignal. Dann haben wir die Tagessicht. Tagessicht, das ist der eben besprochene Bereich. Jetzt legen Sie heute mal, das ist keine schöne Kerze, das ist ein sogenannter Inverted Umbrella Doji, ein umgedrehter Regenschirm Doji, aber die Börse ist noch nicht fertig, wir haben 18.25 Uhr. Hier wird es ein bisschen weicher über das MACD, aber es gibt immer noch kein Verkaufssignal über die Stochastik. Mir sagt es einfach, dass dieser Anstieg hier von 66 auf 78, der muss jetzt erstmal ein bisschen verdaut werden. Verdaut in Richtung vielleicht 20-Tage-Linie 74 oder 200-Tage-Linie in Richtung 72. Aber der Wert muss jetzt erstmal so einen kleinen Imbiss nehmen. Kann man warten, aber sieht für mich, sei es von der fundamentalen Bewertung her oder auch vom Chart her, grundsätzlich völlig sauber, völlig in Ordnung aus. Dann haben wir, das ist hier, so, als nächsten Wert, muss man mal gucken, Kindermorgen. Das ist die Bewertung von Kindermorgen. So, und hier geht es jetzt natürlich weg. Entschuldigung, ich kann mal husten. 7 von 15. Kindermorgen, wo sind meine Unterlagen? Das ist Pipeline-Transport, Öl und Gas und deren Speicherung. Sie haben also 140 Terminals und die haben 83.000 Meilen Pipelines da in Amerika rumfliegen. Ja, das ist gigantisch. Aber hier gibt es also wohl sehr viele Punkte, die nicht passen. Das Umsatzwachstum, ja, es geht nicht hoch, es ging sogar jetzt hier ein bisschen runter. Das kommt halt wahrscheinlich auch dann zusammen, dass durch die erneuerbaren Energien dem Gas und dem Öl so ein bisschen so das Spray entzogen wird. Aber die sind auch dabei und machen alles mögliche andere mit. Ein Riesenladen, auch hier 43 Milliarden, das ist schon richtig groß. Die Stabilität im Umsatzwachstum ist halt nicht gegeben durch dieses Hoch, Höher und dann wieder ganz runter und sogar noch unter das Vorvorjahr. Eigenkapitalrendite ist zu wenig. Also das ist halt ein, ja, wie soll ich das sagen, die legen Rohre. Was soll ich sagen? Mehr, anders kann ich das gar nicht sagen. Und deswegen KGV, das passt auch noch, KUV ist in Ordnung. Aber aufgrund von diesen ganzen Sachen hier bekommen Sie nur 7 von 15 Punkten. Nochmal den Hinweis, aktie.traderfox.com. Da könnt ihr es nachschauen. Von der Bewertung her liegen Sie ähnlich wie eben Sempra, die wir hatten, von dieser Fair-Value-Bewertung. Aber gefallen mir, ist jetzt nicht mein Ding. Das ist mir, der Wert hat nicht so viel, sagen wir mal, Fantasie, ja, dass man da irgendwie sagen könnte, oh, die entwickelt jetzt das Rohr neu. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ihr solltet ja auch mal was zum Lachen haben. Ne? Aber ich wüsste nicht, wo die das Rohr neu machen wollen. Dann haben wir hier, gehen wir mal in den Chart rein, Kindermorgen. Auch auf die Kindermorgen. Ja? Und Kurs und Woche. Das ist die Woche. Total langweilig. Das erinnert mich an eine ganz lange Periode von der Deutschen Telekom. Völlig langweilig. Im Moment sehe ich da ganz ehrlich keinen Handlungsbedarf. Sie ist vom unteren Band hoch oder von dem unteren Bereich hier an den oberen einmal durchgelaufen. Schön, das ist von 16 auf noch nicht mal 20. Tja. Also es wär mir ganz ehrlich zu langweilig. Wenn wir jetzt mal die Werte vergleichen, die hier hochgeschossen sind, alles andere hatte einen schöneren Chart. Das ist auf Wochensicht, ist mir das zu langweilig. Ja, vielleicht sollten Sie mal was anderes machen, also Rohre. Von der Technik her gelten Sie momentan als hoch, aber hier habe ich auch noch kein Verkaufssignal. Schauen wir mal auf den Tag. Ja. Die sind jetzt mal verhältnismäßig schnell gestiegen, von 18 auf 19,5. Hurra! Champagne. Aber auch hier, es reizt mich nicht. Ich glaube, dass dieser Bereich, den wir jetzt hier seit, ich weiß nicht, was war das in Zeit? Nehmen wir es einfach mal seit hier, vom 9.3.2020, seit 4 Jahren drin gefangen sind. Also
Ich glaube nicht, dass Sie den rausnehmen, aber wenn Sie das tun sollten und schließen über 20,5 Mal, dann sind die auch erstmal freier in Richtung 22, 23. Alleine vor dem Hintergrund der jetzt auch schon sehr hohen Technik und des ganz leicht abfallenden MACDs ist das also für mich kein Trade, den ich heute hier und jetzt machen muss. Aber also guckt es euch nochmal an, das ist eine ganz langweilige Aktie. Jesus. Na ja, gut. Dann haben wir als nächsten Wert, kommen wir jetzt in eine neue Gruppe, und zwar die Nutznießer der industriellen Lieferkette. Da gehen wir hier hin und dahin. Und da sind wir bei Eaton Corporation. Eaton, 130 Milliarden, fettes Teil. Aber ein KGV von 41, das ist viel. Vom Qualitätscheck her erhalten die 12 Punkte. Ich finde, bei dem Umsatz hier, das ist der Umsatz, das erkenne ich jetzt hier gerade, ist der Gewinn relativ wenig. Ich finde jetzt die Gewinnmarge finde ich da jetzt nicht so toll, aber der TraderFox bzw. das kommt von Morningstar, rechnet das wohl anders. Umsatzwachstum 5 Jahre ist aber auch positiv. Also von daher weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum jetzt da ein X dran ist. Es sind 12 von 15 Punkten. Sowas stört mich. Also das stört mich. Bei Eaton ist es so, das habe ich mir aufgeschrieben, die produzieren Systeme, Applikationen und Produkte für die Energie- und Fahrzeugindustrie, für Autos, jetzt kommt es, Luft- und Raumfahrt. Also Elektrokomponenten im weitesten Sinne. Weiß nicht, ob das ein 40er KGV berechtfertigt, aber wie auch immer. Überall sind hier Finanzverschuldung mit 25%. Ja, wir hatten eben schon Werte von über 40. Finde ich jetzt nicht so viel, aber es gibt dafür ein X, also kein Haken. Deswegen nur 12 von 15 Punkten. Das ist es. Hier ist die Bewertung. Also ein KGV von 40. Das geht völlig aus dem Band hier oben raus. Erinnert euch dran, Next Era, das war der zweite Wert, die sind hier unten, die sind irgendwo da. Also das Ding würde ich vor dem Hintergrund einfach vom Kurs Fair Value, ist das für mich jetzt momentan kein Kauf. Also Elektrokomponenten hin oder her, ein 40er KGV finde ich sportlich. Für sowas. Ich müsste direkt mal schauen, was mittlerweile Tesla hat. Weil die waren also auch deutlich höher. Aber sehe ich jetzt hier momentan keinen Grund, da irgendwas zu machen. Deswegen immer auf den Chart schauen. Eaton hier oben. Das ist der Tageschart. Hier gehen wir auf den Wochenchart. Machen wir groß. Eaton ist schön gelaufen, muss ich schon sagen. Also das ist deswegen, also von 191, wann war das hier? Das ist der Wochenchart, wie gesagt, von Oktober 23. Das ist eine erstaunliche Performance. Da bin ich ganz überrascht. Ich habe die Charts nicht alle im Kopf, muss ich jetzt sagen. Ich habe das gemacht übers Wochenende. Das ist eine erstaunliche Bewegung, aber man sieht dann hier, wie sie jetzt auf einmal volatiler werden. Sie sind an, sie verwehren sich dem oberen Band nochmal, sie sind jetzt hier volatiler und das wird ein bisschen schwierig werden. Das ist eine ganz fiese Geschichte hier. Die haben ein Verkaufssignal gegeben, hier unten, weil der Wert in der Stochastik unter 80 ging. Das ist diese Kerze und holen das alles wieder rein. Und deswegen ist das hier unten, muss man so sagen, ein Fehlsignal. Die Stochastik ist auch nicht fehlerlos. Die hat also so eine Trefferquote von, ich würde mal schätzen, 80%, vielleicht nur 75, ja. Aber das sind die bösen Dinger hier. Die sind richtig böse. Nicht schön. Also Eaton ist enorm gestiegen. Vielleicht kommt auch daher dieses sehr, sehr hohe KGV, weil der Kurs ist einfach weggelaufen. Der muss erstmal die Zahlen jetzt wirklich auch mal liefern, was er da so alles hier verspricht im Chart. Ich sehe hier über das MACD eigentlich hier, wir sind ja noch bei der Woche, das ist hier ein bisschen abflacht, das ist dieser Seitwärtsrange geschuldet, die von 302 bis 338 geht. Das sind 40 Punkte jetzt seit mehreren Wochen. Was sind denn das? Das sind 8 Wochen. Na, nehmen wir die noch dazu. 9 Wochen. Seitwärtsphase, deswegen baut sich das dann hier mathematisch immer etwas ab. Gucken wir mal auf den Tag. Das ist also auch definitiv kein Wert, wo ich jeden Tag drauf schaue. Verglichen mit den anderen Werten, die wir bisher hatten, die oftmals hier oben waren, in den überkauften Bereich mit Werten von über 90, sind die für mich im Neutralbereich. Ja, um die 57 zwischen 0 und 100 ist für mich die 57 neutral. Ich werde wach, wenn sowas hier passiert. Aber dieses Geschnörksel hier, also die scheint sehr schwierig zu handeln zu sein. Ich habe die noch nie gehandelt, noch nie, muss ich ehrlich sagen. Aber grundsätzlich ist der Trend nach wie vor intakt. Das wird erst schwierig, wenn wir unter die 301 gehen.
Das ist nicht viel, das sind 11%. Aber wenn Sie darunter gehen und schließen, rechne ich mit einer Reduktion wenigstens hier bis zu diesem 38er Retracement, kommend von dieser Bewegung hier seit dem 20.10. bis ja, jetzt momentan. Sollten Sie allerdings das All-Time herausnehmen bei 339 mit Kursen von 341, 42, 43, kommen wir auch hier in die Uncharted Territories. Dann ist es völlig egal, was hier unten die Technik macht. Sie stabilisiert sich hier momentan ein bisschen. Hier ist nicht viel zu holen. Das ist um die Nulllinie rum. Das meandert hier so hin und her. Ja, also ich glaube, da gibt es trading-affinen Leuten interessantere Werte, aber es ist definitiv kein echter Verkauf hier, kann ich nicht sagen. Ist okay, für so einen großen Wert liegen die wirklich ganz gescheit. Dann haben wir als nächsten Wert Caterpillar. Caterpillar, ich weiß zwar, was Caterpillar ist. Ja, ich kenne natürlich Caterpillar überwiegend, wenn man an der Autobahn lang fährt, dann sieht man irgendwelche Krane oder was auch immer. Aber Pustekuchen, Caterpillar ist riesig. Ja. Bau, Bergbautechnik, Diesel, Erdgasmotoren. Aber die rüsten die Rechenzentren auch mit Generatorsätzen zur Notstromversorgung aus. Das ist Mordsteil hier, 174 Milliarden. Das ist richtig gut, hat hier 12 von 15 Punkten. Da gab es Probleme mit dem Umsatzwachstum, wobei ich sehe das jetzt, das ist auf die letzten 5 Jahre, also weil er hier einmal höher war. Okay. Dann Stabilität, Umsatzwachstum, wo ist noch was Negatives? Finanzverschuldung, auch hier ist, nochmal, das ist meine Meinung, können wir gerne darüber diskutieren. Aber wenn die Zinsen runterkommen, dann ist das hier eher, bin ich lieber verschuldet und die Zinsen kommen runter. Aber das muss man hier schauen, ein zu hohes KUV, sehe ich jetzt nicht so, nö, passt ja auch. KGV von 17, vergleichsweise eben die Eaton 40. Wir sind hier von der Kurs-Fair-Value-Geschichte hier, ich sage mal, im leicht überkauften Bereich etwas über fair bewertet. Aber auch hier nochmal, Vergleich mit NextEra, die hier waren, zu hoch. Aber waren das jetzt eben die Eaton? Ja, die Eaton, die hier oben waren, nee, die Sempra waren das. Es ist in Ordnung, völlig in Ordnung. Das ist innerhalb dieser Kurve hier. Am liebsten wäre es mir da. Am allerliebsten wäre es mir hier unten, dass dann der Wert ein bisschen Potenzial hat, wie NextEra. Aber das ist, also macht mir jetzt echt keine Sorgen. Dann gucken wir auf den Chart. Ich schaue auch mal auf die Uhrzeit. Das passt ja wunderbar. Caterpillar. Caterpillar, Großwoche. Woche. Here we go. Ich habe die Fibos einmal angezogen von dem Start dieser Bewegung hier. Das ist der Ende Oktober, wo sehr viele Werte gestiegen sind. Ich muss gerade noch mal einen kleinen Schluck trinken. Da sind ja sehr viele Werte gestiegen. Guckt euch mal die Charts an von Nvidia, Supermicro, wie sie alle heißen. Und dann haben die sich durchgebummelt nach oben und haben eigentlich perfekt korrigiert. 20 Tage gehen wir in leichter Kombination mit dem 38er Retracement. Bei den Seminaren und Webinaren, die ich übergebe, sage ich immer, wenn ein junger Trend, ich nenne es immer pubertierender Trend, wenn der anfängt und steigt, dann ist die Korrektur meistens nur bis zum 38er. Mit viel Glück mal bis zum 50er. Erst wenn dann so eine Korrektur mal hier bis zum 60er gehen, kann man sagen, dass dieser Trend erschlafft. Dann wird er langsamer, das Momentum geht raus und Gewinnmitnahmen werden gemacht. So gesehen ist der Wert jetzt hier von 223 auf 382. Das ist auf Wochensicht nochmal, das ist eine Kerze, eine Woche. Auch hier wieder der kleine Bruder eines Hammers. Immer mal wieder draufschauen, gerade für die Langfristinvestoren von euch, ob ihr solche Signale hier seht. Die sind immer wieder schön, ganz oft, dass die zutreffen. Ja? Ein Umbrella Doji, kleiner Bruder vom Hammer. Zieht hier also hoch, ist grundsätzlich in Ordnung. Schöne Korrektur. Das ist nicht nur ein Ausatmen, das ist schon ein Imbiss nehmen. Gefällt mir gut. Vom Chart her sind die völlig in Ordnung. Haben sich komplett in den Mittelbereich, in das mittlere Niveau zurückgezogen und fangen jetzt sogar schon wieder leicht an zu steigen. Ich persönlich nehme diese Dinger hier unten nicht als Kaufsignal. Ich will sowas haben. Das da. Und wenn ich dann die Verbindung habe, einer Kerze auf Wochensicht, die positiv ist, und dann das Kaufsignal kommt von unter 20 auf über 20, sind das schon zwei Bereiche für mich, die positiv werden. Ich kann natürlich dann noch warten, bis ich hier lang, kurz, kurz habe, dann wäre ich hier hinten.
Das hätte jetzt in dem Fall nicht so viel ausgemacht. Das sind $20. Aber die Kombination, einmal hier ein Trading-Kaufsignal und dann ein bisschen später ein Trend-Following-Kaufsignal, aber hier ein durch das Bollinger Band unterboten, wieder rein, positives Signal. Ich kann das nur jedem Langfristanleger empfehlen, einfach da immer mal wieder drauf zu schauen. Ich versuche das in meinen Charts, in meinen YouTube-Filmen auch mal zu machen, aber ich kann nicht alle, was weiß ich, 80.000 Werte screenen. Das geht nicht. Aber das sieht in Ordnung aus von der Woche her. Gucken wir mal hier auf den Tag. Hier sind also die gleichen Fibos wie eben angelegt. Das ist die Bewegung Ende Oktober. Handeln wieder sind unter die 20-Tage-Linie gelaufen. Da haben sie sich über den Wochenbereich da ausgetobt und haben dann hier wieder ein Kaufsignal gegeben über die Stochastik. Und das zeitgleich eins, zwei, also lang, kurz, kurz, zeitgleich mit dem MACD. Also eine saubere charttechnische Geschichte, haben jetzt als Widerstand nur das All-Time-High bei 382 oder 383. Heute hier und jetzt bei mir, ja, ich würde mal sagen, neutral. Es wird schwierig und da muss man halt schon aufpassen, dass sie nicht unter die 329 gehen, aber da haben sie noch ganz lang Zeit. Das ist viel Zeug hier. Und die 20-Tage-Linie sollte auch als ein Support dienen. Gut. Jasmin, ich bin tatsächlich mit den Ausführungen fertig. Jetzt mache ich mal meine Kamera hier wieder rein. Die sollte da sein. Jasmin, wenn du da bist, dann kannst du ja mir mal was sagen mit den Fragen, die es da gibt. Auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal, Christian, für deinen Vortrag und für deine Ausführungen. Uns haben auf jeden Fall einige Fragen erreicht. Starten wir mal direkt, solange du noch die Moderatorenrechte hast. Ein Zuschauer möchte wissen, wenn First Solar sehr volatil ist, wo sollte man dann einen Stop-Loss setzen? Ja, Moment, dann gehen wir in den Chart rein. Ein Stop-Loss, ganz kleine Sekunde. First Solar. First Solar, ich mach's mal groß. Das ist der Tageschart. Also wenn ich die, also machen wir es mal so, unter Trading-Aspekten ist das ja hier, das ist ein Kaufsignal. Wir überbieten hier, wir haben hier einen ganz klaren erstmal Aufwärtstrend. Ja, das fängt hier an, 1, 2, Korrektur, 3, 2, Korrektur, 3 und wir überbieten das hier alles wieder. Also es ist ein ganz klarer erstmal auf das hier bezogen Aufwärtstrend. Ja, wir kommen hier in diesen Widerstandsbereich rein. Wenn ich die jetzt kaufen sollte, dann würde ich den Stopp allerspätestens hier legen bei 170. Klingt auf der, also ein bisschen drunter, immer so 2-3% drunter, so 164 sollte man den rein vom Chart her, müsste man ihn da legen. Ja, so würde ich es machen. Wunderbar, vielen Dank. Du hattest vorhin auch von Langzeitanlegern gesprochen. Wenn ich jetzt vielleicht nicht direkt in eine Aktie investieren möchte, sondern in einen ganzen Strauß von Aktien, gibt es dann auch KI-ETFs, die sich dafür eignen würden? Also die gibt es mit Sicherheit. Ja, ich kenne aber nicht deren Inhalt. Es gibt auch Baskets, die aufgelegt werden, jetzt von den verschiedenen Emittenten auch in Deutschland, muss man mal gucken, das sind Baskets auf eben Energy and Production Firmen. Das geht mit Sicherheit in den nächsten Tagen auch durch die Presse, was es da gibt. Also jetzt hier habe ich keine Wertpapierkennung in meinem Kopf. Und nein, ich kenne auch keinen, also persönlich jetzt keinen speziellen ETF für KI-Werte, kenne ich nicht. Nein, nein, nein. Aber die gibt es definitiv. Es gibt auf alles KIs, ETFs, auf alles. Vielen Dank, Christian. Gibt es denn bereits konkrete Beispiele von Unternehmen, die durch den Einsatz von KI signifikante Wettbewerbsvorteile erzielt haben? Signifikant, also jetzt von den Werten, die ich besprochen habe, verstehe ich die Frage da so richtig? Von den Werten, die du besprochen hast oder eben auch vielleicht noch andere, die jetzt heute noch gar nicht zu sprechen. Also ich möchte mich versuchen zu reduzieren auf die Werte, die ich gesprochen habe. Man sieht zum Beispiel die Kursentwicklung von Vertiv. Das ist, die sind da schon ziemlich dabei. Also diese ganze thermische Kühlung und dieses Energy-Management-Produkte, also die sind da schon sehr drin. Ich meine, NextEra, die bauen dann Solarpark, Windpark, Kern- oder Gaskraftwerk. Fein, ja, das dauert aber, bis das gebaut ist, bis das anläuft und so weiter, das dauert halt länger. Aber so ein Vertiv, da sieht man das definitiv, dass die da schon ziemlich weit oben mitspielen. Ich hole nochmal den Chart rein, dass man das vielleicht besser sieht. Wo sind sie denn hier? Einen Moment, ich übergebe dir doch mal kurz die Moderatorenrechte. Die hatte ich dir gerade geklaut. Unfassbar. Jetzt hast du deinen Bildschirm wieder übertragen können. Frechheit. Entschuldigung.
Hier, die sind ja schon enorm gelaufen. Es ist halt nur so, dass man da wirklich aufpassen muss. Es ist eine Trading-Aktie. Aber die gehen gut, ja. Ich habe also überhaupt kein Problem mit die, also auch bei 150 oder 200 vorzustellen in den nächsten 2 Jahren. Habe ich kein Problem mit. Und das sind, also für mich sind das so die ersten Profiteure, ja. Vielen Dank, Christian. Wo findet man denn die Grafiken zu den Fair-Value-Bewertungen? Gibt es dafür ein spezielles Tool? Grafiken. Moment, das mache ich dann nochmal so. Ich habe noch lass mir bitte mal die rechte. Moment, jetzt nicht, dass einem schlecht wird, wenn ihr hier drauf schaut. Ich hatte das hier hingeschrieben. Aktietraderfox.com, dann gibt man hier die Aktie ein, was auch immer, in diesem Fall Vertiv. Das ist natürlich nicht das schönste Beispiel. Ich gehe nochmal hier runter zu Next Era. Dann bekommt man hier auf diese Seite, und wenn man dann einfach runterrollt, kommen alle möglichen Seasonal Charts. Also es ist ein sehr mächtiges Tool. Wie gesagt, ich bin kein Fundamentalanalyst. Ich bin ganz fest überzeugt, dass also viele Leute hier, die zuhören, davon mehr verstehen als ich. Ich nehme in meine Entscheidung vielleicht 25% Fundamentales rein und der Rest ist Technik. Aber so findet man es. Dann muss man einfach runterrollen. Man gibt den Wert ein, schaut sich das an, diese Seite hier, und dann runterrollen. Da kommt man an allen möglichen Charts und Balken vorbei. Da kann man sich verlustieren, wie man will. Wunderbar. Vielen Dank, Christian. Dann würde ich direkt anschließend noch eine Frage stellen. Du hast ja sehr viel von KGV und KUV gesprochen. Gibt es denn noch andere spezifische Indikatoren oder technische Analysewerkzeuge, die du empfehlen kannst, um die Performance von KI-gestützten Unternehmen zu bewerten? Also dieses KGV und KUV, das hat jetzt nichts mit KI zu tun. Das kann man für jeden Wert nehmen. Was ich zum Beispiel gar nicht mag, also ich persönlich überhaupt nicht mag, ist Dividendenrendite. Ich glaube, da kann man jeden Bayer-Aktionär bedauern, wie das in dem Jahr gelaufen ist, die Dividende da deutlich runterzunehmen auf die 11 Cent. Da, also auf Dividendenrendite zum Beispiel schaue ich überhaupt nicht. Ich habe noch nie eine Aktie gekauft der Dividende wegen. Aber das ist es gibt genau wie es, ich schätze, 250, da muss ich nochmal hier auf den, allein schon beim TraderFox, wenn ich jetzt hier über die Indikatoren gehe, wo sind denn Indikatoren hier? Es gibt endlos viele Indikatoren und jeder muss für sich das finden, woran er, ja, ich sag's ruhig so, woran er glaubt. Von diesen ganzen Indikatoren bin ich der Meinung, kann man, naja, 70% in die Tonne treten. Ich selbst benutze nur 3 oder 4%, weil ich mich mit denen auseinandergesetzt habe. Ich mache das seit 37 Jahren und ich habe seit 37 Jahren das nicht geändert, also mein an den Markt herangehen durch technische Indikatoren, Prozedere. Aber genauso wie KGV, KUV, das muss jeder für sich entscheiden, welchem er am meisten traut. Ich finde diese Geschichte hier unten mit dem Kurs Fair Value finde ich sehr sinnvoll, weil es halt, wie habe ich es hier nochmal genannt hier, Discounted Cashflow ist halt bezogen auf die Zukunft. Auch da hätten die Bayer-Aktionäre Schwierigkeiten bekommen. Aber auf die vorangegangenen Zahlen das zu machen, halte ich insgesamt für fairer. Alles andere ist eine Spekulation, wie die jetzt in Zukunft laufen werden, respektive deren der Cashflow laufen wird. Und ein Spekulant ist ein Tier auf einer dürren Weide. Deswegen, ich habe lieber gern die Vergangenheit, als die Zukunft. Wobei wir natürlich an der Börse die Zukunft handeln, klar. Und du wieder. Wunderbar, vielen Dank. Dann noch eine Frage zu einer konkreten Aktie, die gerade reinkam. Ist AMD beim KI-Trend dabei? Was denkst du? AMD? Ja. Ich meine ja. Ich meine ja. Also die wurden jetzt nicht, deswegen habe ich habe mich ausdrücklich hier beschränkt auf das, was in dem Artikel war von Goldman Sachs, da sind die nicht genannt. AMD, die hatte ich doch hier irgendwo. AMD. Die sind mir nämlich heute aufgefallen. AMD, ich mach's mal größer. Und nochmal möchte ich sagen, es ist keine Beratung hier. Ganz wichtig. Zwar sind mir die AMD deswegen aufgefallen. Moment, das ist hier. Von da. Sie sind genau auf das 61er gefallen. Von dieser Bewegung hier, 25.10.23, hoch, wo war denn das hier? Das war bei 92, hoch auf die 227, fette Bewegung, eine sehr schöne, klassische, treppenartige Bewegung. Wirklich immer wie eine Treppe. Und dann sind sie mal runtergegangen, haben auf das 61er korrigiert, 61er Retracement, ganz kurz vor der 200-Tage-Linie.
Und sind von der Technik her jetzt momentan in so einem schwierigen Bereich, über 80, unter 80, was machen Sie? Aber den grundsätzlich noch in Ordnung. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nochmal Kontakt mit der 61 aufnehmen, mit dem 61 Retracement aufnehmen würden bei 144 und sich dann auch hier mit der 200-Tage-Linie verbinden. Das haben Sie nämlich das letzte Mal gemacht im Oktober 23 und von da ging dann die Luzi nach oben. Beendet je durch eben diesen, es ist auch so eine, es ist ein Shootingstar. Aber ich denke auch AMD ist dabei, Dell ist dabei. Was hatte ich vorhin alles gesehen? Also, das war Dell. Cisco muss man sich anschauen. Also gibt es eine ganze Reihe von Werten. Nur hier in diesem Webinar ging es ja eigentlich mehr um den Strombedarf. Und da habe ich mit einer Dell nicht so viel zu tun, mit einer AMD auch nicht. Ja, aber ja, das sind solche Werte, die natürlich in diese ganze KI-Geschichte mit reingehören. Ja. Ich hoffe, die Wunderbar. Antwort hat gepasst. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Christian. Welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz in der Finanzindustrie selbst, insbesondere im Bereich des algorithmischen Handelns und der Risikobewertung? Ich glaube, das wird immer besser. Also ich habe den ersten Algo gehört oder gesehen, das dürfte gewesen sein, so 2002, 2003. Und die Dinger, das ist ja ein Wahnsinn, was da entwickelt wird. Das sind ja, ich möchte nicht sagen Raketenwissenschaftler, die dahinter stehen, aber es sind gigantische Algo-Modelle. Durch die KI werden sich die Algos auch ändern, auf jeden Fall. Ich kann aber noch nicht sagen, wie. Es wird sich alles durch die KI ändern. Ich habe es neulich so formuliert, ich war hier im Kindergarten und da haben sie die Kindergartenlieder mit KI verändert. Hat mir jetzt nicht so gefallen, aber KI wird Einzug haben, wir kommen da nicht mehr raus. Der Ball ist angestoßen, der rollt und rollt, das ist ein Perpetuum mobile. Vor diesem Hintergrund wird das alles irgendwo irgendwie Einfluss haben. War das nicht heute, wo schon irgendwie die EU-Kommission sagte, es gibt jetzt gewisse Gesetze gegen die Verwendung von KI? Ja, fängt schon an. Ja, man muss sich dagegen wehren, aber man kann sich dagegen gar nicht mehr wehren. Das wird einen riesen Einfluss haben auf unser aller Leben. Und das ist eine neue Epoche, genauso wie das Mobiltelefon. Vielen Dank, Christian. Der erste Teil unseres Titels heute lautet ja auch unter Strom. Deswegen noch eine kurze Frage zum Thema Energie und KI. Könnten dann steigende Energiepreise und strengere Umweltvorschriften die Profitabilität von KI-Unternehmen in der Zukunft beeinträchtigen? Und wenn ja, wie sollten Anleger darauf reagieren? Müssen wir aufpassen. Nochmal, ich bin jetzt hier beim Strombedarf. Wenn die Strompreise steigen, es wird ja viel gemacht. Eine der Säulen war ja Erweiterung der Stromerzeugungskapazität. Ja, das war First Solar. Und dann haben wir die anderen Firmen wie zum Beispiel Caterpillar, Eaton, die mit Next Era, die dazu beitragen, dass wir gehen weg von den fossilen Brennstoffen und wir gehen hin zu, was weiß ich, Windkraft, Solarkraft und wie auch immer. Ich kann es nicht sagen, wie sich der Strompreis entwickeln wird. Ich weiß es nicht. Aber ja, klar, das hat auf alles Einflüsse. Aber das kann ich nicht überschätzen, muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen, das ist ja auch dann länderspezifisch. Wir wissen ja, dass wir in Deutschland ganz erhebliche Energiekosten haben und im Ausland sind die erheblich günstiger. Ich kann es nicht sagen. Das wäre pure Spekulation. Tut mir leid. Kein Problem. Vielen Dank trotzdem, Christian. Ich glaube, wir alle haben keine Glaskugel und müssen da abwarten, wie sich die Zukunft entwickelt. Wunderbar. Vielen Dank. Ich würde sagen, damit schließen wir jetzt schon die Fragerunde. Wir haben sehr viele Fragen beantwortet und haben ja auch schon kurz vor 19 Uhr. Deswegen neigt sich unser Online-Seminar nun dem Ende entgegen. Vielen Dank nochmal für deinen Vortrag und die ausführliche Beantwortung der Fragen in der Fragerunde, Christian. Ich möchte Ihnen, liebe Zuschauer, noch den Hinweis geben, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Sie können es sich jederzeit also noch einmal anschauen. Den Link zur Aufzeichnung und zu weiteren Informationen erhalten Sie im Anschluss an diese Veranstaltung per Mail. Ein Aufzeichnungsartikel wird ebenfalls morgen Vormittag auf der Startseite von Finanznet erscheinen. Christian, ich möchte dich noch um ein Schlusswort zu unserem heutigen Abend bitten. Was möchtest du unseren Teilnehmern mit auf den Weg geben? Dass endlich der Sommer kommt. Nein, es ist, KI ist toll. Also ist toll im Sinne von, ihr müsst euch damit beschäftigen, man kommt da nicht drum rum, man kommt nicht raus, man muss es machen. Ich mache es bisher auch noch zu wenig, gebe ich ganz offen zu. Ich weiß nicht, ich bin 58, muss ich das noch, aber ich denke, ich kann das noch mitmachen. Es ist eine tolle Sache, Börse ist nie einfach, ja, das hört ihr von mir zum Beispiel nie, Börse und einfach die beiden Namen zusammen oder Worte zusammen. Aber es bleibt wahnsinnig spannend und es ist ein Markt, der Zukunft hat und nicht nur für die nächsten 5 Jahre.
Damit wünsche ich euch auch einen schönen Abend. Ein wunderbares Resümee. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei dir für deine Expertise und deine Zeit bedanken, die du uns heute Abend gewidmet hast. Ich wünsche dir Sehr einen gerne. schönen Abend, selbstverständlich alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns hier bald an Ort und Stelle wieder. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Ich freue mich darauf, Sie in einem unserer nächsten Webinare wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihren zukünftigen Investments. Ciao und bis zum nächsten Mal hier bei Finanzen.net. Wiedersehen. Bye bye.